Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Genau, es wurde sich ja gewünscht, dass wir, beziehungsweise dass ich ein kleines Video mache, wie man denn auf den Server kommt bei Space Engineers. Genau, und dazu einfach, eigentlich ganz einfach, man geht bei Space Engineers auf Weltbeitreten. Genau. Und dann würde ich empfehlen, ja, ist ein bisschen tricky, weil über die Suchfunktion hat es jetzt nicht funktioniert. Genau, ich habe ihn in den Favoriten drin. Das hier ist er. Ich schreibe das natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung. Genau. Ja, was kann man dazu noch sagen? Gehen wir nochmal auf Server. Ihr seht, das werden immer mehr. Man muss halt ein bisschen suchen. Wir gehen mal auf Spiele. Und dann müsste da 0 von 11 stehen natürlich. Ja, müsste irgendwo da dazwischen sein. Ich weiß nicht, warum der oft nicht angezeigt wird. Ist echt ein bisschen tricky, genau. Hier unten natürlich kompatible Visionen, identische Spieldaten. Da bin ich mir gar nicht so sicher, aber eigentlich sollte das finden, wenn er alle drei einschaltet. Aber was doch für seine von 10? Nee. Nee, ist auch noch nicht da. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen tricky, den zu finden. Macht ein bisschen, naja, weiß nicht. Aber im Prinzip müsste hier irgendwo drin stehen. Also ja, jetzt sind noch mal ein paar dazugekommen. Kann man noch mal gucken. Hier, LP will Trist und Friends. Da ist er. Wie gesagt, müsst ihr vielleicht ein bisschen warten. Aber er wird irgendwann erscheinen. Trist Community Server. Genau, hier hinten könnt ihr sehen, ob wir online sind. Aber wie gesagt, es gibt ja immer noch mal eine kleine Info. Auf meinem Facebook-Kanal zum Beispiel, wann die Session startet. So, genau. Gehen wir mal einfach mal rein, würde ich sagen. Auf Welt beitreten. Gucken wir uns das mal an. Nicht wundern. Das dauert eine ganze Weile. Also es dauert wirklich ein bisschen, bis man auf den Server kommt. Haben wir vielleicht beim Rosti schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er das in der Aufnahme drin hat. Ich weiß nicht, also bei den anderen beiden ist es so, bei mir relativ selten, bei den anderen beiden relativ häufig. Der Rosti braucht eigentlich fast jedes Mal 2-3 Versuche, bis er überhaupt auf dem Server landet. Vorher stürzt ihm das Spiel ab, aber letztendlich geht's. Also nicht die Hoffnung oder nicht den Mut verlieren. Es funktioniert. Nur hin und wieder hängt sich das Spiel halt dabei auf. Ich weiß nicht warum. Ist ein bisschen tricky. Genau. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, der Server ist für 10 Spieler plus Admin, also mich. Also 11 Spieler. Ihr dürft gerne erscheinen. Jetzt, wo wir noch so am Anfang stehen und praktisch keinerlei Basisverteidigung haben, würde ich euch echt bitten, keine gegnerische Fraktion zu gründen und gegen uns vorzugehen, sondern wirklich mit uns zusammen zu schaffen. Einfach uns ein bisschen unter die Arme zu greifen. Wir sind für jede Hilfe dankbar, spielen auch immer gern mit Mitspielern. Genau, ihr dürft natürlich auch auf den Server, wenn wir nicht dabei sind, nur würde ich darum bitten, unsere Rohstoffe ein wenig in Ruhe zu lassen. Ihr dürft natürlich gerne eigene Rohstoffe abbauen und Klump und Zeug, also dürft natürlich auch gerne selber was hinbauen, wenn ihr wollt. Der Punkt ist der, vielleicht nicht groß was an unseren Dingern verändern. So kleinere Optimierungsarbeiten habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn ihr das machen wollt. Aber da würde ich auch darum bitten, einfach vorher mal kurz auf Facebook oder auf YouTube uns eine kleine Nachricht schreiben, fragen, hey, wie schaut's aus, ist das okay? Ist in der Regel wirklich nichts gegen einzuwenden, aber ich will halt nicht, dass jeder einfach auf dem Server rumbaut, wie blöde, und wir dann am Ende unsere eigene Basis nicht wiedererkennen. Genau, wenn der Ladescreen vorbei ist, dann kommt ihr hier in diesen Spawning Screen. Da ist hier Medical Room, Tristan. Der erscheint bei euch nur,
wenn ihr Mitglied unserer Fraktion seid. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Genau. Dann erscheinen wir hier, wie üblich. Ihr kennt das ja. Die Basis ist nichts Neues. Die ist bekannt. So, ich gehe mal nicht raus, weil sonst sitze ich wieder draußen vor der Tür. Das wäre doof. Genau. Wenn ihr drin seid... Entschuldigung. Keine Energie oder warum ist hier kein... Okay, darum muss ich mich mal kümmern, warum die Dinger hier rot sind. Energie ist da, muss irgendwo kaputt sein, ich weiß es nicht. Okay, genau, wenn ihr drin seid und mit uns gerne spielen wollen würdet, dann macht ihr einfach Folgendes. Ihr drückt Enter und hier könnt ihr so schön den Weltchat aktivieren. Genau, da schreibt ihr uns einfach an. Hier, ich bin so und so Zuschauer von euch, würde gerne in eurer Fraktion ein bisschen mit euch spielen. Kein Problem, genau. Dann, nee, das war falsch. Habt ihr hier im Kontroll-Terminal-Fenster, genau, geht ihr hier auf Fraktionen, habt ihr Chaos Crew. Da könnt ihr drauf gehen und dann müsst ihr hier wahrscheinlich irgendwo eine Anzeige sein. Warte, ich komme hier drauf gucken. Nee, müsste hier auf jeden Fall so eine Schaltfläche sein, bewerben oder sowas. Sind Hunde da? Warte mal, die muss ich mal eben. Genau, da klickt ihr drauf und ihr habt schon gesehen, bei mir steht, ist der Haken drin bei jeden annehmen. Das heißt, ihr werdet automatisch in die Fraktion aufgenommen. So, jetzt kümmere ich mich. Ach, scheiße, ohne Hydrogen, das ist ein bisschen doof. Hydrogen. Nehmen wir zwei Fläschchen mit. Helm setzen wir auch ab, bevor uns die Hunde hier alles zusammenfressen. Genau, genau, dann seid ihr in der Fraktion. Und wenn ihr in der Fraktion seid. No, jetzt hat es ein bisschen geleckt kurz. Wenn ihr in der Fraktion seid. Dann könnt ihr einfach Backspace drücken. Das ist so die Selbstmord-Taste. Ja, das Spiel hat tatsächlich eine Taste für Selbstmord. Ist doch ganz gut, wenn man mal ein bisschen irgendwo in der Wand hängt oder so. Genau, dann drückt ihr einfach die Selbstmord-Taste, sterbt. Ihr spawnt ja mit allem wieder. Also das heißt, wenn ihr nichts groß gesammelt habt, dann spawnt ihr mit allem wieder, was ihr so habt. Genau, und dann könnt ihr hier unser Medical Center auswählen und startet dann eben direkt bei uns. Oder ihr macht euch wirklich die Mühe, spawnt in einem der Schiffe, die es so am Anfang auszuwählen gibt und fliegt dann hierher. Aber ganz ehrlich, das können unter Umständen 60 Kilometer sein oder noch weiter. Und bei einer Geschwindigkeit von 100 Meter die Sekunde seid ihr eine ganze Weile unterwegs. Das würde ich euch nicht unbedingt empfehlen. Ich guck mal hier. Ja, Tatsache. Die zwei haben schon ordentlich an dem Ding gebaut. Kann sich sehen lassen. Muss man eventuell hier und da noch mal ein bisschen, ja, doch, aber sieht im Allgemeinen ganz gut aus. Okay, hier braucht der Boden noch ein bisschen. Aber ich sehe, die zwei haben sich tatsächlich schon richtig Mühe gegeben. Genau, wir brauchen mehr Rohstoffe. Das ist erstmal so das große Hauptproblem. Genau, aber das war's erstmal an dieser Stelle. Ja, wie gesagt, heute Abend 17.30 Uhr die nächste Session. Ihr seid gerne eingeladen mitzuwirken. Und genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oder bis dann hoffentlich. Ciao, ciao.